ist es überall, auch im Business, eigentlich Fakt, dass du es ja mit einem Coach und Mentor aufnehmen solltest, der deiner jetzigen Situation ein paar Schritte voraus ist. Such dir einen Coach in deiner Liga. Ja, das hört man wahrscheinlich am häufigsten im Fußball, aber es ist überall, auch im Business, eigentlich Fakt, dass du es ja mit einem Coach und Mentor aufnehmen solltest, der deiner jetzigen Situation ein paar Schritte voraus ist. Ja? Denn nehmen wir mal das Fußballbeispiel. Ja, du bist in der Kreisliga und buchst dir jetzt Joachim Löw als Coach, ja? Der Unmengen an Geld kostet und dir einfach ja, 10 Jahre voraus ist. Du wirst nicht so viel Mehrwert aus der Situation ziehen und er wird auch nicht so ein guter Coach für dich sein, weil er halt mit Profis aus der Bundesliga arbeitet und du halt lange, lange, lange noch nicht da bist, wo er ist und deswegen er wahrscheinlich auch vergessen hat, wie es damals war, in der Kreisliga zu spielen. Also such dir einen Coach in deiner Liga. Jetzt bekommen wir aber häufig die Frage, wie finde ich denn dann den richtigen Mentor und Coach? Ja, diese Frage habe ich mir auch früher oft gestellt, als ich noch in der Schule damals war. Ja, es gibt so viele Menschen da draußen, es gibt so tolle Unternehmer und ich wollte halt einer werden, aber wo finde ich den? Ja, in meinem Umfeld war niemand, ich hatte in der Familie niemanden. Wo finde ich den richtigen Mentor? Und da gibt es jetzt verschiedene Punkte. Schau einfach mal, wo du überhaupt stehst. Ja, und dann gibt es natürlich viele, viele, die dir voraus sind. Ja? Und deswegen schau einfach mal, online ist so die einfachste Quelle, wie du an einen Mentor kommst. Also ich habe mich damals sehr viel inspirieren lassen auf YouTube. Ja, wie wir jetzt auch hier dieses Video produzieren, gibt es ganz, ganz viele, die in deinem Bereich Wissen kostenlos anbieten. Und du kannst sie auch sehr gut einschätzen nach Videos. Ist der authentisch? Glaube ich dem, was der da sagt? Oder hat er das nur irgendwo gelesen und ist mir eigentlich doch gar nicht so weit voraus? Ja? Und das ist immer die Sache online. Schau, dass du es dann auch noch verifizieren kannst mit Ergebnissen. Ja? Also wer wirklich Ergebnisse erzielt und dir es beweisen kann, dass er dir 3 Schritte voraus ist, aber nicht 10 Schritte voraus, der ist dann ein richtig guter Mentor für dich. Ja? Also lass dir die Ergebnisse zeigen und such sie auch. Also hier kannst du zum Beispiel Kundenstimmen suchen, Fallstudien, die derjenige hat. Das produzieren wir ja auch, um zu beweisen, dass es funktioniert, dass wir es drauf haben. Du kannst nach Referenzen fragen. Du kannst dir auch gerne immer mal die Telefonnummer geben lassen von einem Kunde, der schon mit dem Mentor zusammengearbeitet hat, sodass du hier einfach sicher gehen kannst und kannst mal dich mit einem auf deiner Ebene austauschen, der denjenigen als Mentor hatte, ob das hier wirklich so gut war, wie er verspricht. Ja, also such nach Ergebnissen, lass dir Fallstudien zeigen, frag nach Referenzen und dann ruf die einfach an. Ja, also du kannst hier dann einfach mal verifizieren, ob das Ganze wahr ist, was dort präsentiert wird. Ja. Deswegen sage ich aber auch, das Beispiel mit Joachim Löw ist halt super, weil es zeigt, dass du auch nicht jetzt den Mogul haben musst, also dass du nicht mit Joachim Löw als Trainer starten solltest. Vielleicht reicht auch erstmal ein Bundesliga-Trainer, ja, oder jemand aus der zweiten Bundesliga, weil er einfach deine Situation viel besser kennt und viel besser dich von A nach B bringt. Ja, weil das ist es am Ende, was du willst. Du willst persönliches Feedback. Und du willst von A nach B kommen. Und das ist es halt, wo dir ein Mentor und ein Coach eine extreme Abkürzung liefern kann. Ja? Weil das ist der schöne Weg von A nach B. Wenn du ohne Mentor und Coach unterwegs bist, dann gehst du meistens von A gleich nach C und dann erstmal nach A plus, sage ich mal, und dann kommst du zu B, wo du eigentlich hin wolltest. Ja, und hier ist einfach so viel Zeit und auch Geld verschwendet. Also hier
büßt du einen Haufen Ressourcen ein. Und das ist es, ja, was sehr, sehr schade ist, weil du hier einfach sehr viel verschwendest. Ja, so habe ich auch zum Beispiel eine Softwarefirma, die es nicht geschafft hat, habe ich an die Wand gefahren sozusagen. Wir haben andere Projekte, die nicht funktioniert haben, weil wir dort einfach zu wenig Erfahrung hatten, ja. Genau, und deswegen hol dir halt wirklich einen Mentor, der dir die Abkürzung liefert, weil der sagt, hey, Moment mal, du driftest gerade ab Richtung C, geh lieber hier direkt zu B, das ist der direkte Weg, ja. Deswegen zu uns im Coaching kommen halt viele, auch junge Kunden, und die sagen dann, weil sie unerfahren sind, hey, ich mache jetzt einen Online-Kurs, und dann sage ich, Moment, Online-Kurs ist erst was für Leute, die mindestens 1000 E-Mail-Abonnenten haben, ist was für Leute, die wirklich eine Reichweite haben, wo sie dann einfach schon Vertrauen aufgebaut haben und dann Passivverkäufe machen können. Du bist noch eine Ebene darunter. Du solltest eher ein Online-Coaching anbieten, wo du die Leute eher individueller betreust, ja? Genau, also sei dir erstmal auch deiner Lage bewusst. Wo willst du überhaupt hin, ja? Was ist dein Ziel? Und schau dann, dass du jemanden findest, der halt wirklich hier zum einen online sehr präsent ist. Dort findest du die am einfachsten. Du kannst aber auch mal in deinem Netzwerk fragen. Mach doch einfach mal einen Facebook-Post. Und die besten Coaches und die besten Erfahrungen haben wir auch immer schon über Empfehlungen bekommen, ja? Also frag einfach mal in deinem Netzwerk jetzt auf Facebook, auf LinkedIn, wo auch immer du, in welchem Bereich du einen Coach suchst, nach einer Empfehlung, ja? Sodass du einfach dort auch mal von deinem Netzwerk wirklich eine ehrliche Empfehlung bekommst. Das sind so die Tipps, wie du einen richtig guten Coach und Mentor findest. Wichtig ist halt echt, dass du ihm vertrauen kannst, dass du dich auch komplett öffnen kannst, ja, weil du musst dich einfach wohlfühlen auch. Und hier stell halt sicher, wenn du eine Empfehlung bekommst, prüfe denjenigen, ja, also du, also er will was von dir auch am Ende, du willst was von ihm, das muss irgendwie auf Augenhöhe eine Synergie ergeben, und dann solltest du wirklich sicher gehen, dass es halt vertrauenswürdig ist, dass derjenige dort ist, wo du bist. Also lass dir wirklich hier Ergebnisse zeigen, lass dir auch wirklich von anderen Kunden das bestätigen. Ja? Und dann kannst du dich nämlich auch öffnen, kannst sicher gehen, dass derjenige vertrauenswürdig ist, weil du solltest, wenn du einen Coach dann findest, dich auch komplett zeigen, deine Probleme ansprechen, und der wird dir brutal ehrlich die Meinung sagen, und das ist es halt, was die Abkürzung bringt. Ja? Du bist hier nämlich häufig in der Komfortzone gefangen. Ja? Du willst halt, erstens bist du ungeduldig, du willst gleich zu C, obwohl du erstmal B machen solltest, und auf der anderen Seite gehst du halt nicht den harten Weg, der hart und schwer ist, aber halt der richtige, sondern du gehst halt einen Umweg. Ja? Und das führt am Ende dazu, dass du trotzdem, dass du dich wohlfühlst, sehr viel Zeit und Geld meistens auch verschwendest und nicht vorankommst. Also, ich hoffe, du findest den richtigen Coach und Mentor. Das waren mal drei wichtige Kriterien. Wenn dir das Video geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und den YouTube-Kanal auch abonnieren, falls du neu hier bist, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten. Ich sag, see you, Digitalunternehmer.